Holland spielt gut Handball. Die Betonung liegt auf Spielen. Holland ist eine spielstarke Mannschaft, die sehr viel Tempo gehen wird. Wirklich zwei unheimlich flinke, schnelle Rückraum-Mitte-Spieler versuchen über ihre Außenangreifer sehr viel Tempo-Handball, sehr viel Gegenstoß-Handball zu spielen. Und haben auch einen ganz trickreichen und einen ganz, ganz interessanten Spielwitz, den sie in ihr Match reintransportieren wollen. Schlüsselspieler bei den Niederlanden sicherlich beide Torhüter. Wirklich gute Torhüter, unterschiedlicher Stil, aber beide auch mit einer entsprechenden Erfahrung, mit Bundesliga-Erfahrung auch, sollten also auch in Deutschland bekannt sein. Dann, wie so oft, die Rückraumspieler, ist klar. Auf der Mitte Luc Steins, ein Spieler, der in Frankreich in der ersten Liga spielt, mit einem sehr hohen Aktionstempo, unheimlich große Dynamik und Explosivität und das mit einer relativ geringen Körperhöhe, also für unsere großen Jungs eine Herausforderung auf der Ebene mal zu verteidigen, rein physisch gesehen. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Das ist das erste Turnierspiel. Da ist man mit Sicherheit am Anfang so vielleicht ein bisschen auch nervös. Vielleicht hat man noch nicht so das richtige Timing für alle Dinge gefunden. Da muss man sich auf seine Tugenden wieder besinnen, auf seine Stärken zurück besinnen. Und man muss mit derselben Emotionalität und mit derselben Leidenschaft ins Spiel gehen, wie es Niederlande tut. Dann werden sich die individuellen Stärken von der Mannschaft durchsetzen und dann werden wir das Spiel gewinnen.